Nein, aber du hast halt Brimstone, der keinen Schaden macht. Ne? Ja, schade. War teilweise auch ein bisschen scheiße gespielt. Wen habe ich denn da? Was ist denn da? Was ist denn das für ein Space-Item? Ich will nur mal das Space-Item testen. Weil der Run ist, der Start ist scheiße. Oh, Almond Milk, nein. Bleibt der? Oh, der bleibt. Nice. Oh, Pop's Brain. Jump Book. My Priestress, okay. Sieht doch schon ein bisschen besser aus, ne? Und direkt den Pulse Worm, den mag ich ja auch, auch wenn er nicht so viel bringt. Sieht eher ein geiler Effekt. Oh nein! Oh nein! Die habe ich gar nicht gesehen. Naja, die sind ja eigentlich ganz cool. Besonders die machen ja auch Damage abhängig von meinem Tier-Damage, oder? What? Ich habe ihn nicht getroffen. Was hat dich gekillt? Was sind die Diaffa? Die Windel? Ja, okay, die haben mich auch schon ein paar Mal gekillt. Das ist ja nicht so das Riesenproblem, ne? Das passiert halt. Kenn ich. Kenn ich in die Alpha Kill. Ich glaube, in Polyphemus würde ich sogar mal Mandelmilch mitnehmen. Ich glaube, das hätte eine ganz gute Kombi. Oder? Starke Ebene, ja, definitiv.
ja auch mal Zeit nach dem Crap heute Abend bisher. Weg ist weg. Also er macht Chancen auf... Fatality? Was ist Fatality? Das hier macht Chance auf Blackhearts ab, oder? Ja, ich will aber lieber... Oh Gott, Gorby, was denn? Ja, ach so, du meinst der Storm von Moms Fuß. Ja, da hast du recht. Das war ein schöner Fatality, das ist richtig. Aber 80% of Hard Drops are replaced with Keys. All Hard Drops turn into Black Hearts if possible. Nochmal, also 80% aller Herzen werden zu Schlüsseln. Und alles, was noch Herzen bleibt, wird zu Black Hearts. Nee. Danke. Danke für die Info. Also die Chance, dass ein Herzchen droppt, ist recht gering, aber dann wird's ein Blackheart. Okay. Da wäre es gewesen. Ach nee, das wäre ja auch vielleicht dann zu einem Key geworden. Den Poop-Bombs? Warum? Ach ja, du. Solange ich Polyphemus hab, Proptosis hab, Polyphemus hab, ist das okay. So viel größer ist die Range auch nicht. Eisschieberjungen, grüß dich. Ja, wir probieren gerade Eden, Mother, beziehungsweise, Dogma, Beast freizuspielen. Zu schaffen, nicht frei zu spielen, zu schaffen. Das ist das momentane Ziel. What the fuck? Gleich rein. Der Schadspeed, jedes Mal. Habe ich vorhin noch gesagt, ich weiß mittlerweile, wie der Schadspeed ist, ne? Anscheinend doch nicht. Guck mal, ich habe es vorher hier hingelegt gehabt, die Bombe, und es hat hier nicht getroffen. Also so viel mehr Range ist das gar nicht. Okay, okay. Machen wir, oder? Rousey. Beatdown. Hematemesis. Mhm. Oh Gott, bin ich lahm jetzt. Bitte speed up. Luck up. Oh, danke. Up. Oh, danke. Herzlich willkommen im Stream übrigens. Mach's dir gemütlich. Wir machen Isaac Speedruns. Kappa.
Oh nein, das macht das, die Fürze explodieren, ne? Die Kackhäufchen explodieren. Ja, das brauche ich nicht. Ein Kleiner macht sich dazu gerne gemütlich. Was heißt ein Kleiner? Söhnchen? Ack ab, sehr schön. Isaac-Reiner knackt weg, das ist ja krass. Aber nicht meine Stimme, sondern die Isaac-Mucke oder was? Ist ja cool. Ja, siehst du, da hat Isaac doch wieder was Gutes getan. Brauche ich hier was? War das Rote für eine Pille? Eisgard, grüß dich. Herzlich willkommen. Das passiert mir aber auch. Gobbelt einfach so ein schönes Stimmchen. Dankeschön. 8 Wochen alt, beobachtet das alles, halt was auf dem Stirn so abgeht. Ja klar, das macht natürlich auch müde. Ne? Das kennt man ja sogar selbst. Ne? Unabhängig davon. Wir machen erstmal den Boss und dann überlege ich mir, ob ich da oben noch reingehe. Ich muss jetzt übrigens runter, ne? Ja. Tschüssenscher. Oh, das ist ein HP ab. Das kommt ja... Ich gehe nicht in den Devil Deal, Leute. Ich ziehe es durch. Ich gehe nicht in den Drecks Devil Deal. Ich kann mir die guten Items eh nicht mitnehmen mit einem Herzen. Na? Ich gehe oben auch nicht rein. Ich gehe einfach so jetzt runter. Ganz einfach. Fertig. Ganz simpel. Ganz normaler Run. Einfach ganz normal durch. Ja, herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer. Macht euch gemütlich. Wir wipen heute ein bisschen, warum auch immer. Letzten ein, zwei Tage irgendwie ist Wipen angesagt. Ist der Boss schon? Okay. So, was machen wir denn hiermit? Mama Mega wäre schon fett. Wäre schon nice. Mit einem recht bedürftigen Bild immerhin mit Bethany Mega Satan besiegt. Ja, Glückwunsch. Das ist doch nice, Mr. Flaumix. Aber heute auch nur bedürftige Bilder. Dürftige, nicht bedürftige.
Aber ich schaff's nicht, mal Mams Fuß zu töten. Das wäre halt monsterlange Cast-Time mit dem Zeugs, ne? Aber wirklich monsterlange. Boah, aber so monsterlange. Aber manchmal will man auch einfach sterben, wenn zum Beispiel der Run einfach nicht will. Ja, jetzt wo ich die Sachen freischalte, ja. Wenn ich streake, überhaupt nicht, natürlich, ne? Da ist gerade diese Slow Runs, die machen am meisten Spaß. Die sind halt am spannendsten dann. Ein Angel Deal. Ich glaub's ja nicht. Was war das nochmal? Halo of Tears. Ach, dass ab und zu so ein extra Ding rauskommt. Ja, das ist aber ganz cool. Das kommt ja separat raus, ne? Das kommt ja separat raus. Das ist... Oh, ich depp. Seht ihr, da war's schon. Also das ist ja ein Zusatzshot. Dementsprechend ist ja besser als nichts, ne? Ist okay. Das ist eine Monster-Trousy. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich hab I'm excited, ne? Bitte mit der Riesentrousy eigentlich gerne. Ich weiß gerne, was die macht. Ich glaube, die machen dann einfach nur mehr, noch slower dann halt, ne? Würde ich mal sagen. Weil dann würde ich sogar den Boss vielleicht machen mit ihm. Dann immer so, ich bin jetzt dann schon so oft gestorben mit ihm, ne? Ich glaube, ich lasse es. Oh, bitte jetzt kein Excited. Ich hoffe, Excited ist durch. Noch mal eine kleine Trousy. Trau mich nicht. Nee, ich habe jetzt keinen Bock, mit Lost hier schon wieder zu verrecken. Na, Angsthase, ja, ja. Nee, an Tagen, wo es gut läuft, ja. An Tagen wie heute, nee.
Ich denke mal, dass die Drowsy halt einfach noch slower macht dann, ne? Gott. Give me tears up. Slow Run wieder, aber egal. Muss mal was Gutes dabei rumkommen jetzt. Kann man immer gebrauchen, klar. Ist wahrscheinlich auch Luck-based, wie oft von diesem Herzchen da meine Orbital-Tiers rauskommen, ne? Health down. Wie ist denn der, die eine Fliege da durchgekommen? Alter. Wie so ein Grüppel heute. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Irgendwie den Knoten in den Fingern heute beim Spiel. Das ist schlecht. Na, hier kann auch sein. Gears up und Speed up wäre beides sehr nice.
Abiteil nehme ich auch. Damage up. Yeah, 23 Damage. 1,3er Tier Rate. Kacke, ne? Ja, wir überlegen Mama Mega hier doch zu zünden und dann noch, ja, aber gucken mal. Und dann die, die Chest mitnehmen für Trinkets. Ein Cancer wäre jetzt halt schon super sick. Also das hier ist halt Bullshit. Also das brauche ich nicht. Lassen wir hier liegen, vielleicht können wir es später wieder mitnehmen. Jo, wir werden auf jeden Fall die 15 zusammenkriegen. Dann machen wir was da auf. Dann machen wir jetzt Mama Mega. Range down. Langsam. Wartet mal, vielleicht können wir noch ein bisschen was rausholen. Das ist halt eigentlich useless. Und Cancer wäre schon geil jetzt. So, da haben wir denn die Angel Deal Chance erhöht. Rums, hat's gemacht. Ja. Oh, es gibt Tiersabpillen. Oh, lecker. 500 davon, bitte. Mama Mega, ja, sieht einfach halt geil aus, ne? Da muss man halt einfach sagen, sieht halt einfach nice aus im Vergleich zu früher. Und es funktioniert noch zusätzlich jetzt in Räumen, in denen du schon warst. Das ist halt echt geil. Das ist halt echt gut. War oben war keine... Ach, das ist ja alles gesprengt da oben, ne? Guck mal, da oben ist noch ein Bagger drin. Was macht denn der Bagger da oben? Warum wurde der nicht gesprengt? Hä? Gibt's da ein Anti... Ach, weil es bestimmt ein Bombenbagger ist. Oder ich war jetzt gerade noch gar nicht drin. Ich war noch gar nicht drin. Ja, die Armen, die Armen. Aber noch eine Tiersab, nice. Mühsam ernährt sich, ne? Und so... So, den Boss One hitten. Halbiert. Ich glaube, wir haben ja alles gemacht. Flight können wir nicht, fliegen können wir nicht, deswegen kommen wir da nicht dran. Da ist alles durch. Ich hätte Mama Mega eigentlich gern... Oh, Luck up, nice. Ich hätte Mama Mega lieber für diese Ebene jetzt gehabt, aber okay. Man kann es leider nicht beeinflussen, ne? Hallo?
mal eine an. Wer wollte Missing Poster haben? Hier liegt's. Komm kurz vorbei, kannst dir abholen. Ah, das war eine Battery. Also langsam wird die Tierrate gut. Noch ein, zwei Pillen und das läuft. Judgment. Ja, so langsam gefällt mir das mit den Tiers. Ich sollte vielleicht sogar instant reingehen, ne? Ich hab 45% Devilin-Chance, bevor es irgendwie verkackt wird. Vielleicht habe ich insgesamt 90% Chance auf Devil/Angel-Deal. Ich weiß, ich muss das Messer noch holen danach, aber... Kleiner Raum. Ah, nice. Nice. Das hier ist Crap, außer die haben das geändert. Wartet mal, das muss ich mal angucken. Weiß jemand, wie das heißt? AB oder AB Plus? Der weiße Ring. Hier ist er. Circle of Protection heißt der. Gives Isaac a large white halo around him that deals a bit of damage to any enemies in contact with the ring. Every time an enemy bullet enters the ring, there's a chance it will be reflected, a homing tier. Oder wenn ich 15 Herzen aufnehme, nehme einen Angel Deal Begleiter. Was würdet ihr nehmen? Was würdet ihr nehmen von den beiden? Sind jetzt beide nicht so toll? Ich weiß, 15 ist viel. Wenn du ein Hard Drop Book hast oder so irgendwas, dann geht das, ne? Circle, gut. Den Ring. Überredet.
Der dealt aber wirklich minimal Damage, ne? Aber sehr, sehr minimal. Begleiter, zu spät. Droppen gleich ständig Herzen. Ja, was willst du machen? Oh Gott, viel zu schnell für mich. Im Early Game, ja, würde ich auch sagen, den Begleiter. Aber jetzt, ich bin ja schon recht weit. Wenn ich zu Mother gehe, sind das ja gar nicht mehr so viele Ebenen. Obwohl, wenn ich zu Mother gehe, schon. Dann die Herzen auf und du musst live. Nein, ich müsste live verlieren oder eben blau. Also ich muss Herzen aufnehmen. Ich glaube, es ist egal welche. Das gleiche wie der rote Companion Friend vom Devil Deal. Da musst du halt Schaden bekommen. Hier muss ich Herzen aufnehmen. Aber nicht er nimmt die auf, ich nehme die auf. Es gibt halt auch nicht so viele super tolle Angel Deal Begleiter, ne, finde ich. Das kommt dann noch dazu. Wooden Cross. Wooden Cross macht doch Holy Mantle Effekt jede Ebene oder so, ne? War das nicht so? Holy Mantle Shield Effekt, start of every new floor. Does not reach start. Reach out until the start of the next floor. Okay, also. Ja, ich nehme das mit. Besser als so ab und zu Bouncing-Dinger. Ich finde halt die Angel-Begleiter halt auch nicht wirklich so stark, dementsprechend. Ein paar Orbitals, ja, okay. Lock up. Oder das war's dann. Oder gibt's gute Angel-Begleiter, die mir gerade nicht einfallen? Das ist denn der beste Angel Deal Begleiter? Seraphim? Ja, der ist ganz nett. Ah, da könnte ein Tears Up dabei sein. Experimental pill. Was macht der Silver Dollar nochmal? Also es ist echt schlimm mit meinem Gedanken, ne? Jobs in Womb. Naja, da komme ich ja wahrscheinlich nicht hin. Ich würde ja gern zu Mom gehen, ne? Zu Mother. Rosary? Macht das mir Angel Blue Hearts droppen, ne? Ah, Angel Deal instead of Devil Deal. Oh, sieht man das direkt? Oh ja, man sieht das. Boah, da muss ich das natürlich mitnehmen eigentlich. Ja, mit dem Luck, ne? Oh, fuck.
Mit so viel Luck muss ich das machen. Das muss ich mitnehmen. So, jetzt das Keypiece. Jetzt das Keypiece. Free Stuff immer mitnehmen, wenn es was gibt. Ich bin echt mal gespannt, wie lange ich brauche, um das Spiel durchzuspielen, zu komplettieren, ne? Das wird noch ein bisschen dauern. Alter. Und noch so fiese Dinge. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie fies die Sachen noch werden. Echt? Oh Gott. Scheiße. Wie oft ich jetzt gehittet wurde, ne? So schwach einfach nur. Ich glaube, ich habe den Weg nach unten auch noch nicht aufgemacht. Boah. Ist schon wieder eine Überlegung wert, zu sagen, ich gehe doch Richtung Dogma, oder? Ich glaube schon, weil ich einfach viel zu wenig HP habe. Da kann man doch gleich mal den Controller auspacken. Nee, nee, nee. Meinst du, wenn es eh zu spät ist, oder was? Was soll denn der Super Secret sein? Ich habe eigentlich überall probiert. Hier habe ich, glaube ich, nicht probiert. Ja. Oh Gott. Bitte. Leider nichts. Wird immer weniger die Chance. Da waren wir schon. Hab mich aber auch nur an die Tasten gewöhnt beim Controller. Davor mit dem Stick gespielt. Oh ja, also zum Laufen spielst du mit dem Stick, oder? Aber zum Schießen nimmst du die Tasten. So würde ich das machen. Ne? Letzte Chance.
Ja, klar. Alles andere ist eigentlich auch nicht gut, ne? War das? Speed down, ne? Jetzt könnte man natürlich schon wieder Mother probieren. Tick ist nur bei 360 Grad, hier ist gut. Ja, das stimmt. Mother oder Beast? Ich finde das Bild jetzt... Wir haben natürlich 25 Damage, ne? Meint ihr Mother? Sicher, Tommchen. Okay, ich versuche Mother. Mit 4 AP. Hier wird es halt schwer. Hier ist Tier Rate halt wichtig, finde ich, in der Ebene. Drei Stunden Eiser, der muss. No Hit machen wir die. Ja, ich muss. Ich glaube, Mother ist auch nicht so das Problem mit dem Bild. Es ist eher der Boss. Der Weg dorthin. Okay, Tommchen glaubt an mich. Ace of Clubs. Die Riesentrousy. Wenn ich also zu Mother komme und die Riesentrousy noch habe, müssen wir das irgendwie machen, ne? Ein Konzentrationsdrama hier in der Ebene, ne?
Shooters Tong. Ta. Den doch mal. Hey, tut mir leid, brauchst hier nicht leid zu tun. Schön, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Also ich habe gedacht, du gehst, du bist wieder da. Noch besser. Ne? Ja, ich hoffe, deine Tochter geht's wieder gut. Beziehungsweise sie pennt wieder, ne? Du hast nichts verpasst. Ich geht's. Ich hab mich. Tomchen hat sich dafür entschieden, dass wir zu Mother gehen. Also. Noch die Chaos-Karte. Die werfe ich eh immer vorbei. Das ist auch sowas mit Tastatur. Ich finde das super schwer, das zu timen mit der Chaos-Karte. Oh shit. Delirium, ja gut, der dodgt sowas natürlich noch super gerne. Nein, hat auch keinen Run geschafft. Nee, nee, ich bin immer noch der eine Eden Run. Wir machen noch Mausoleum 2, ne? Müssen wir auch dran denken. Er geht schon ziemlich 47 Minuten. Oh. Noch wach. Nice. Wichtig. Oh. Ah, jetzt glaubst du, wenn du da bist, könnte sein. Nee, nee, alles gut. Wäre doch schön, dann wird es ja wenigstens funktionieren, ne? Nach dem ganzen Chaos heute. Nachdem gestern ja schon Chaos war. Nee, das war irgendwie. Das ist die Excited-Pille, glaube ich. Alter. Thank you.
Werde ich auch immer mehr. Ich donate zu viel im Moment. Irgendwann werde ich abgehoben und dann streame ich nicht mehr, weil ich genug verdient habe und in Rente gehe. Guck gleich. Ganz entspannt. Na? Ja, guck mal. René, dankeschön für 5 Euro. Dankeschön, sehr, sehr nett. Ich verneige mich. Zieh meinen Hut. Sehr, sehr nett, dankeschön. Warum hat er keine Bombe gelegt? Ah, jetzt. Für den Luxuspool, ja, das stimmt. Ich habe ihn noch nicht bestellt. Den Luxuspool. Der Damage ist geil, ja, ja, der Damage ist super, aber die Tierrate ist halt. Ja. Und ihr kennt ja meinen Playstyle, ich bin ja eher der Tierrate-Liebhaber. Weiß ja nicht, was ich sonst verdiene in meinem normalen Job, ne? Das habe ich ja mehr als Kronkapper. Man weiß nie. Ja, man kann nicht in Menschen reinblicken. Seht ihr, es war die Excited, habe ich gewusst. Hier unten ist auch eine Excited. Okay, that's it. Was war hier im Shop? War im Shop noch was? Ne, ich hab den Shop leer gekauft, oder? Oh, was hier jetzt? Ein Health Down, ja, danke. Haben sie mich doch nochmal gekriegt hier. Super Secret fehlt noch. Hoffentlich hier, wäre geil. Nein. Träumchen. Double Tears ab nochmal. Oh, also langsam wird's. So langsam wird's. Siren ist gut. Wir haben keine Begleiter. Das ist sehr schön. Sie spawnt ist auch noch Selbstbegleiter. Okay. Hier nehme ich. Es liegt das Ding genau auf dem Dings drauf. Das ist Range Up. Das brauche ich nicht. Er hat die gleiche Farbe. Du meinst die Pillen, ne? Judgment. Weiß, hellblau. Ja. Ja, also wenn du einmal weißt, was, also pro Run wechselt die Pillenfarbe in Kombination mit dem, was sie tut. Aber wenn du einmal weißt, dass diese blau-weiße, also nicht die hier, das war so eine leuchtend blau-weiße, dass die den Effekt Tears Up hat, dann hat die den immer. Außer bei so Special-Sachen wie Health Down. Wenn du eine Health Down-Pille nimmst und dann nur noch ein HP hast, dann wird die Health Down zu einer Health Up-Pille. Aber ansonsten haben sie immer den gleichen Effekt. Naja. Was war denn da unten für ein Item? Ist eigentlich scheißegal, ich tue es einfach Black Rune. Ich werde es einfach Black Rune tun gehen. Gehen tun. Entschuldigung. Gehen tun.
Ja, Black Rune. Luck up und Walking Speed up. Running Speed, wie auch immer. Mal fixen Corona-Test machen, solange die Pizza im Ofen ist. Dauert ja beides 15 Minuten. Ja, das stimmt. Aber bei den Corona-Tests ist nach 4 Minuten eigentlich schon ersichtlich. Doch. Nach 4 Minuten kann man das Ergebnis schon ablesen. Wenn man sich aber sicher sein will, soll man 15 bis 20 Minuten warten. Okay, dann nimm. Ja, dann die vom Spucken aber. Ja. Was hat die Gemeinde? Was hat die Gemeinde? Auch nicht schlecht. Die Gemeinde ist nicht schlecht. Ne? So viel Musik? Also ich höre ziemlich viel. Ich höre ziemlich viel deutsche Musik, muss ich ehrlich sagen. Schlager, Volksmusik. Nein, sorry. Ich höre ziemlich viel. Hier, Pasco, kannst du dir anhören. Gehst auf Spotify. Pasco, das ist so momentan meine Lieblingsband. Sicher erst nach 15 Minuten, genau. Nein, ziemlich viel Punk, Deutschpunk, deutsche Liedermacher, Singer-Songwriter, meist auch auf Deutsch. Bisschen Metal. Also sagen wir mal, durchschnittlich Gitarrenmusik. Ja. Mag Gitarrenmusik. Ich mag kein Techno, kein House, kein nichts. Es gibt Ausnahmen. Wie zum Beispiel, würde ich mir aber nie ein Album kaufen oder so. Scooter höre ich auch ganz gerne. Prodigy oder sowas. Ne? Bitte? Nö, nicht um die Frau zu ärgern. Ich höre es wirklich gerne. Ich bin ja der Black Death Pagan Metal Fan. Also ich muss sagen, das ist mir dann zu dark, ja. Helene Fischer, Andrea Berg, nein. Nein, sowas höre ich wirklich überhaupt nicht. Also das finde ich, das verabscheue ich zutiefst. Ja, also Schlager verabscheue ich zutiefst. Weil es einfach für mich keine Musik ist, mit der man, die man macht, weil man sie von Herzen macht, sondern weil man sie einfach nur, um Geld zu generieren. Ja. Und das finde ich, deswegen mag ich auch so den 90% aller Pop-Sachen überhaupt nicht. Finde ich ganz schlimm. Was ich im Metal-Bereich gerne höre, ist halt so Oldschool-Metal, ne? Also so Manowar, Judas Priest, solche Dinge, die mag ich. Aber die höre ich jetzt auch nicht mehr aktiv, muss ich sagen. Ne? Und so an neuen Metal-Sachen bin ich eher so dieser so ein Fun-Metaler. Also sowas wie Eskimo Callboy oder so alles, was so in... Da mag ich so ein bisschen die Synthi-Metal-Richtung, ne? Oder Trance-Metal, Core-Metal, wie auch immer man das nennen mag. Ne? Pantera ging auch noch damals, ja. Aber ich bin eher der Manowar-Fan. Also eher so dieser Melodic-Metal-Fan. Ja. Also was ich wirklich sehr gerne höre, das kann man auch nicht mehr Metal bezeichnen, ist halt wirklich Eskimo Callboy. Das kannst du aber nicht mehr als Metal bezeichnen, ne? Das ist halt eigentlich alles und nichts. Mood Sorrow kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. Was war das denn? Feuer. Wer ist Envy? Envy ist ein Boss. Hier, ein Mini-Boss. Das war gerade Envy. Den ich gerade getötet habe. So, jetzt verliere ich aber ziemlich viele Herzen. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Ich höre aber auch ziemlich gerne so simple Sachen wie Platter und Gang oder... keine Ahnung. So Spaßzeugs, ne? Höre ich auch gerne. Ja, Guns N' Roses, Alice Cooper, AC/DC. Ist alles was, kann ich mir anhören, würde ich mir jetzt aber nie privat sagen, oh geil, jetzt die Alice Cooper-Platte von 84. Lege ich mal rein. Ne? Das würde ich nie machen. Aber wenn es läuft, kann ich da mitsingen und so, dann ist okay. Aber was ich mag, ist sowas wie Enter Shikari. Ist da noch? Keine Ahnung. Fuck. Bitte? Nö.
Können wir es nochmal machen? Leider nein. Nur Trollbombs. Red Chests sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, ne? So, jetzt Konzentration hier. Man muss immer warten, bei denen habe ich jetzt rausgefunden, man muss warten, bis sie schnell werden, dann schießen sie. Dann muss man schnell reagieren. Sogar der Spieler wurde genervt. Ja, das kann auch sein. Oh, Leute. Oh, aber die Range, die Range. Aber für Mother ist das recht egal. Für Mother ist das egal. Aber Number One muss ich mitnehmen, ne? Obwohl, guck mal, die Tier-Rate ist gar nicht mehr so krass hochgegangen. Aber das musste ich machen, ne? What the hell? Was ist das? Okay, tut mir leid, ich muss jetzt vorher gucken, bevor ich es aufnehme. Was ist das, ein alter Socken oder so? Alter, kommt durch, hey! Deswegen guckt ihr mich ja. Ne, wegen meines jugendlichen Aussehens und meiner Naivität. Was ist das? Ein alter Socken? Gucken, ob das so heißt. Ist das Sock? Das ist echt ein alter Socken. Wie geil. Orphan Sock. 2 Soul Hearts, 0,3 Speeds up. Allows you to walk on harmful floor effects without taking damage. Zum Beispiel Spikes und Creep. Doesn't include Curse Room Doors and Spiked Rocks. Das ist nicht schlecht. Was sind denn Sprungschläge? Achso, springen und dann schlagen. Habe ich das selten gemacht oder was? Schon so lange her wieder. Bist du ausgerastet, weil ich es falsch gespielt habe oder was? Wirklich wenig gemacht, hast jetzt gekriegt. Hab einen Strahl gekotzt. Ja, was willst du machen? Das waren meine Anfangszeiten. Ja. Man versteht das Ende nicht, muss nochmal lesen. So, jetzt noch Cancer. Ja, dann tu dies. So nice. Wenn's gut war. What the hell?
Lol, wie geil. Rye of Sorrow wird besser. Um 100% zu bekommen, wenn du es spielst, gebe ich dir eine kleine Info. Da, ich brauche keine 100%. Ist nicht viel Arbeit, wenn du das willst. Karte muss aufgedeckt sein, ist klar. Das mache ich eh. Aber dann fehlt noch was. Ja, natürlich, also wenn es jetzt nur an irgendeinem kleinen Secret hängt. Das ist ja immer so, ne? Kleine Secrets oder Game-Mechaniken, die ich sonst niemals finden würde. An denen ich dann schon vorbeigelaufen bin, wo ihr wisst, ich komme da nicht mehr hin. Die kann man ja immer mitgeben, ne? Kann man ja immer mit auf den Weg geben. Ah, ne, das C steht für Control. Da musst du vorlesen, ja, das ist richtig. What the fuck? Wartet mal. Okay, ich muss einfach wieder durchlatschen. Alles klar. Strange key. What could it open? Aha. Was ist das denn? Open the door to the blue wombs. Regardless of whether you meet the 30 minutes key timer. Was ist denn die blue womb? Für was brauchte man das denn? Opening Pandora's box while holding this item will ignore the normal effect. And instead spawn 6 Item Pedestrian from Random Item Pool. Das ist ja crazy. Wenn du das Item hast und Pandoras Box aufmachst, kriegst du 6. Kriegst du. Ah, das Hush, okay. Wenn du das aufmachst, kriegst du 6 Items, wenn du Pandoras Box hast und den Schlüssel dazu in Kombi. Ich hatte Pandoras Box gerade eben, ne? Ah, gerade eben nicht. Letzte Ebene, glaube ich. Vorletzte Ebene. Ja, aber den brauche ich jetzt nicht mitnehmen. War cool. Stimmt, das ist Hasch. Dankeschön. Du machst davon Hasch. Ich hab ja Hasch schon. Ansonsten könnte man das überlegen. Wir haben noch 2 Items dann. Die Frage ist, ob du danach wieder da rauskommst. Ich glaube eher nicht, ne? Aber ich glaube, der spawnt dann auch nur, wenn du dort bist. Also wenn du länger da brauchst als 30 Minuten und trotzdem dort bist, also in Wombs 2 bist. Weißt du? Nicht einfach so. Du wurmst öffentlich. Ja, genau, das meine ich. Heißt quasi, grüß dich. Ja, that's it. Wie sagen, oben kommen wir nicht mehr rein. Was haben wir? Super Secret könnten wir noch suchen. Nehmen wir doch direkt den. Leider keine. Kommt hier noch ein Boss jetzt? Ja, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, jetzt kommt Mom. Okay, warte, dann muss ich die andere mitnehmen. Kommt ja Mom jetzt. Ne, mit dem Schlüssel auch nicht. Also ich glaube, das droppt wirklich nur
Genau, nach Mom's Heart. Wenn du einfach die. Das ist einfach nur ein Zusatz, wenn du es. Du kannst es machen, wenn du, auch wenn du die 30 Minuten halt nicht einhältst. Lazarus Rex brauche ich definitiv nicht. Das nehme ich das hier mit. Was macht was? Lazarus Rex? Das macht, dass du als Lazarus, wenn du stirbst, wiederbelebt wirst. Das, was Lazarus auch hat. Dann hast du ein bisschen mehr Tierrate, glaube ich. Ein bisschen mehr Running Speed und ein Herzchen oder so. Aber dann bist du halt Lazarus und dann kriegst du halt das Achievement auch für Lazarus, wenn du es dann schaffst. Ja, für sowas ist er gut, das stimmt. Für Hush ist er auch super. Curse of the Lost. Okay. Das ist ja super. Mit, jetzt habe ich gerade das Ding bekommen, dass ich alles sehe. Jetzt habe ich das... Ah, liegen lassen, Gorbi. Wir sind bei weitem nicht so stark, wie wir mit den allen anderen Chars waren, als wir Martha gekillt haben, ne? Bei weitem nicht. Auch wenn ich 28 Damage habe, aber... Das merkt man ja schon. War das? Was ist denn der Jawbreaker? Das hier oder was? Weiß gar nicht, was der macht. Here's have a chance to become a tooth dealing more than. Ah, das ist einfach der. Okay, ja, das ist nice. Ich habe das mit was anderem verwechselt. Danke. Der Tipp. Und das mit meinem Luck, ne? Oh, dann ist das ja immer Tooth. Dann ist das ja Triple Damage jetzt. Ich habe immer Tooth. Crazy, danke. Sehr netter Typ. Ich hab das komplett als anderes Item gesehen. Na dann. Das heißt, ich habe jetzt Triple Damage. Das heißt, ich habe 60, 70, 75 Damage. Jetzt müsste ja alles instant down gehen. Oh.
Mehr als Triple. Okay. Zehn Luck immer zu. Ja, also bisher, oder? Ich hatte nur Luck. Crazy. Das war sehr nett. Dankeschön. Das war ein guter Tipp. Oh ja, oh, super strong. Diese dicke Made da, diese Zahnmade war mit einem Shot down. Hast du gesehen? Crazy. Eins der stärksten Trinkets. Ja, gerade halt in Kombination mit dem Luck, ne? Krass, ja. Nein, ich habe das irgendwie mit diesem Play-Doh-Keks verwechselt, der die Tiers so anders farbig macht und so, ne? Aber das ist ja kein, das ist ja ein Dings-Item. Aufpassen. Hier fallen die Tiers auch noch unten. Toll. Der Hodensack. Oh, das ist nice. Und recht oft, ne? Ich sag ja, immer durchhalten, bis irgendwann Godhead kommt. Jetzt ist halt strong. Jetzt ist strong. Tomchen, guter Call. Guter Call für dir, dass wir Richtung Mother gehen. Prinzip die Angels? Nein, zu spät. Eigentlich ja, sollte man aus Prinzip machen, ne? Gott, wie viel Damage haben wir denn jetzt? 30, haben wir 90 Damage. Über 90 Damage und den Homing-Effekt. Okay, jetzt ist halt eine Farce. Drowsy! Zu krass. Ja doch, guck mal, die hält schon gut was aus. Wie lange das dauert, bis sie ihren Frim macht. Oh nein, ich bin noch gehittet worden. Tschüss, Mutter.
Jo. Errungenschaft freigeschafft, M. Errungenschaft freigeschaltet, M. Einfach nur M. Okay. Give it to me now. This is what you think of me. Das war trotzdem eine sehr schwere Geburt. I am to you a monster? No, no, Mama, it's just after all I've done for you. Denn zum Schluss hätte ich mit Controller machen können, ja. You think I'm a monster, Isaac? I'll show you a monster. Help me. Mit dem Isaac? Ja. Die ganzen Cinematics sind schön. Nein, kein Controller jetzt. Ja, dann spiel, wenn du immer mit Controller spielst, dann versuch's mal mit Tastatur. Dann hast du genau das gleiche Problem wie ich umgekehrt. Nee, Tastatur ist nicht besser als Controller. Controller ist viel feinfühliger bei Isaac als Tastatur. Ja, M has appeared in the basement. So sieht's nämlich aus, ne?